Also das Shrinkwrap Meshing funktioniert mit Mesh Create Shrinkwrap Mesh. So, das sind hier wieder verschiedene Einstellmöglichkeiten. Da gibt es einen Wahlschalter mit Tight Wrap oder auch Loose Wrap. Man kann die Netzgröße anwählen bzw. auswählen und hier einen Generate Solid Mesh Checkbox aktivieren oder deaktivieren. Das unterscheidet, ob ihr ein Solid kreiert, also 3D-Elemente oder 2D-Elemente. Wir lassen das mal weg, weil dann geht es schneller. Und wir schauen uns mal den Einfluss von der Elementgröße an. Wenn wir zum Beispiel hier als Element Size angeben und als Component diesen Component auswählen, Feature lassen wir jetzt mal weg, und auf Mesh drücken, dann sehen wir links unten, wie es anzeigt, was es vernetzt oder was es macht. So, wenn man das jetzt sich anschaut, was jetzt erzeugt hat, sieht das Ganze hier so aus. Also relativ grob, könnte man sagen. Nicht genau, sondern sehr abgerundet, ja. So, das war jetzt praktisch Loose Gap. Wenn wir das jetzt weiterspinnen, also nehmen wir mal an, wir nehmen 10 hier an. Was passiert dann? 10 wäre relativ lose, das heißt, wir würden jetzt das in den lose Component reinschreiben. Ich habe jetzt prinzipiell nur eine Einsortierungssache. Dann wird das Ganze noch gröber. Also, jetzt sieht das Ganze so aus. Noch weniger Detail. Das heißt, das Erste, was ihr euch da merken müsst, ist, dass die Feinheit der Netzgröße euch die Feinheit bestimmt, wie stark oder wie verfeinert eure Geometrie abgebildet wird. Okay, wir haben es mit 10, mit 4 ausprobiert. Und dann würde ich jetzt mal sagen, gehen wir eine Stufe runter und probieren es mal mit 3. Machen das mal mit Tight Shell. Und da seht ihr auch, dass es ein bisschen länger dauert. Achso, Rechtsklick und Make Current. Ja, also den aktuellen Component wählt ihr so aus, ihr geht rechts drauf und sagt Make Current. So, wenn man dann die Surfaces wieder versteckt, sieht man, dass es hier schon relativ fein angenommen wurde. Ja, das wäre jetzt die Shell. Wir machen das jetzt aber auch mal mit einem Solid. Das heißt, gleiches Prozedere, aber dieses Mal mit Generate Solid Mesh. Und Minimum Jacobian können wir, glaube ich, auf der Standardeinstellung belassen. So, was wir gleich noch genauer sind, machen wir hier Tight Wrap. Anstatt Loose Wrap. Also der Unterschied zwischen Tight und Loose Wrap ist einfach, wie stark er sich an die Geometrie hinsorgt. Und wie stark er diese geometrischen Details auch berücksichtigt. Also ihr werdet wahrscheinlich da ein bisschen schneller sein. Ich bin da aber jetzt bei, ja, ich bin jetzt fast fertig mit dem Ding. Ja,
Und ich habe es blöderweise in den gleichen Component geschrieben. Das werde ich nochmal kurz umändern. Also hier wäre das Solid Mesh. Und ihr seht ja schon, dass das Ganze jetzt hier so ein bisschen, ja, sehr viele Kanten hat. Während man beim Mesh mit den 2D-Elementen diese Kanten natürlich so nicht hat. Aber auch das wiederum ist sehr von der Netzgröße abhängig. Das heißt, in den Standardfällen kann man das Ganze mit einem Shell Mesh eigentlich relativ gut abbilden. Da braucht man das Solid eigentlich nicht verwenden. Okay, das zum Shrink Wrap Meshing. Gibt es dazu Fragen?